Insat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Neue Mietwohnungen der LAVOG wurden in St. Florian am Inn von Wohnbaulandesrat Dr. Kepplinger im Rahmen einer kleinen Feier den Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben. Wir haben hier 17 Wohnungen errichtet mit durchschnittlichen Wohnungsgrößen von 75 Quadratmetern, adäquate Abstellplätze und Tiefgaragenplätze, und ich glaube, das macht das moderne Wohnen dann in St. Florian aus. Wie viele Wohnungen wurden nun in den letzten 10 Jahren umgesetzt? In den letzten 10 Jahren haben wir 95 Wohnungen hier umgesetzt und mit dem privaten Wohnbau sind wir in etwa an der doppelten Zahl, etwa bei 180 Wohneinheiten, die auch gemeinsam mit Mietwohnungen und den Eigentumswohnungen hier in St. Florian gebaut wurden. Das hat uns natürlich einen gewaltigen Aufschwung auch für die Gemeinde gebracht. Arbeiten und Wohnen am Land gewinnt für die Lebensqualität immer mehr an Bedeutung. Eigentlich bedeutet Arbeiten und Wohnen am Lande Lebensqualität. Lebensqualität nach Möglichkeit, die Arbeit im engeren Wohnumfeld vorzufinden, zum Zweiten aber leistbares Wohnen zu finden. Was hier die LAVOG verwirklicht hat und realisiert hat, ist eine Umsetzung leistbaren Wohnens. Wir sind froh darüber, dass das hier in St. Florian so in dieser Form passieren kann. Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Ja, in meiner Gemeinde habe ich eher ein Problem in der Form, dass zurzeit Mietwohnungen gesucht werden. Wir sind in der Vorbereitung eines Mietwohnobjektes, eines Baues, zum einen für Menschen mit Beeinträchtigungen und zum anderen aber normales Mietwohnen. Derzeit läuft die intensive Vorbereitung und wir hoffen, dass wir 2010 dann auch einen Bau in dieser Form und in einer ähnlichen Form verwirklichen und realisieren können. Der Bau dieser neuen Mietwohnungen wurde vom Land Oberösterreich mit einem Förderdarlehen in Höhe von 1,07 Millionen Euro gefördert. Die Gesamtkosten betragen 1,85 Millionen Euro. Der Wohnbau ist ein zentrales Anliegen, weil Wohnen für die Menschen von grundlegender Bedeutung ist. Daher versuchen wir, durch den Einsatz von Förderungsmitteln Wohnen für alle Menschen, für die breite Mehrheit der Bevölkerung leistbar zu halten. Und mit der Wohnbauförderung gelingt das. Ich verkenne aber nicht, dass auch ein Quadratmeterpreis von 5,90 Euro eine große Herausforderung darstellt. Daher versuchen wir auch, durch besonders ambitionierte Ziele, was das Energiesparen betrifft, die Betriebskosten einigermaßen in Grenzen zu halten. Und das ist jetzt nicht das einzige Bauvorhaben im Bezirk Schärding, das Sie momentan gemeinsam mit der LAVOG umsetzen? Es ist nicht nur nicht das einzige Projekt im Bezirk Schärding, sondern auch hier in St. Florian am Inn geht es wieder weiter. Wir haben schon für das nächste Jahr eine Erweiterung des betreubaren Wohnens fix eingeplant und es werden auch weitere Mietwohnungen hier entstehen, denn St. Florian ist eine aufstrebende Gemeinde und auch in ländlichen Regionen ist die Nachfrage nach Mietwohnungen immer steigend und daher versuchen wir auch über das gesamte Bundesland, auch in den ländlichen Bezirken, Mietwohnungen anzubieten. Natürlich fördern wir auch weiterhin die Errichtung von Eigenheimen und Reihenhäusern. Energieeffizientes Wohnen, dafür setzt sich Landesrat Kepplinger besonders ein. Die neuen Bewohner setzten gleich nach der Schlüsselübergabe all ihre Energie ein, um das neue, behagliche Heim ehestmöglich beziehen zu können. Sie haben hier jetzt gerade den Schlüssel für Ihre neue Wohnung erhalten. Was bedeutet das für Sie? Auf alle Fälle Veränderung. Also wir freuen uns schon irrsinnig, dass wir da herziehen dürfen. Und ja, ich glaube, mit der ganzen Lebenssituation und der ganzen Wohnsituation, was wir da haben, glaube ich, sind wir sehr zufrieden. Also, haben Sie auch den Arbeitsplatz hier in der Nähe? Nein, den habe ich leider in Wöls. Also doch noch pendeln? Doch, leider noch pendeln, ja. Haben Sie eben Ihre erste Wohnung aufgesperrt? Ja, habe ich. Und was ist das für ein Gefühl? Ungewohnt, es ist eine neue Welt und mal schauen, wie sich das entwickelt. Das erste Mal allein in einer Wohnung, von der Familie weg. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber spannend. Wie sieht es aus mit Einrichtung? Alles schon geplant? Alles schon umgesetzt? Alles schon gekauft und wird in den nächsten Tagen kommen und eingebaut.